Vor wenigen Wochen schien es noch weit weg in China. Jetzt hält das Coronavirus auch den Rest der Welt in Atem. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Pandemie. Mit großer Geschwindigkeit breitet sich die Atemwegserkrankung, die vom Coronavirus verursacht wird, weiter aus. Viele Menschen sind bereits gestorben. In Deutschland gab es in dieser Woche erste Todesfälle. Regierungen versuchen mit teilweise drastischen Maßnahmen eine weitere Ausbreitung zu verlangsamen. Einige machen ihre Grenzen dicht und setzen ganze Landstriche unter Quarantäne. Veranstaltungen werden abgesagt. Viele Menschen haben Angst. Sie wagen sich nicht mehr auf die Straße, machen Hamsterkäufe. Wir fragen heute, Coronavirus, haben wir die Kontrolle verloren? Ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Auf den Punkt. Und ich freue mich sehr, Ihnen meine Gäste vorzustellen, denn das ist bei so einem Thema in dieser Zeit nicht selbstverständlich. Malte Lehming, Autor für den Berliner Tagesspiegel. Er sagt, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der Finanzkrise von 2008 könnte eine Covid-19-Pandemie zur dritten großen Erschütterung in diesem Jahrhundert führen. Henrike Rosbach, Wirtschaftsredakteurin, sie arbeitet für die Hauptstadtredaktion der Süddeutschen Zeitung und sie sagt, das Coronavirus ist eine ernste Bedrohung für die vernetzte Weltwirtschaft. Das zeigen nicht nur die dramatisch fallenden Aktienindizes, sondern auch abreißende Lieferketten in der Industrie. Und willkommen auch Linda Fischer, sie ist Wissenschaftsredakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Sie sagt, auch wenn sich das Virus nicht kontrollieren lässt, sollten wir nicht aufhören, es zu versuchen. Das wird viele Leben retten. Ja, am Anfang möchte ich noch mal danken, dass Sie alle da sind. Denn der Abstand ist geringer als 1,5 Meter. Henrike Rosbach, wie halten Sie es inzwischen? Schütteln Sie noch Hände? Eigentlich nicht mehr. Also man geht auf die Leute zu und manchmal muss man noch leicht so machen. Bei den meisten reicht aber schon, dass man einfach nur lächelt, weil alle irgendwie das schon so internalisiert haben, dass sie aufs Händeschütteln eher verzichten. Das ist das neue Normale. Was verändert das? Das Händeschütteln verändert vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel. Es ist aber so ein kleines Zeichen, dass Gewohnheiten oder auch so der Blick auf die Welt und wie man sich so verhält, sich eben verändert. Also wir waschen uns öfter die Hände. Wir haben, wenn es im Büro Desinfektionsmittel gibt, benutzen wir es. Wir überlegen, wenn man mit dem kleinsten Schnupfen, dass man dann zu Hause bleibt. Man schaut in der U-Bahn, hustet jemand, schnieft jemand und bis zu den Kindern. Also die Kinder kriegen das auch mit. Meine kleine Tochter spielt jetzt Coronavirus, indem sie sich so eine Piratenklappe auf den Mund schiebt und sagt, ich spiele Coronavirus, und dann fährt sie auf ihrem Bobbycar. Ja, das Bild trifft es ja sehr, eine Piratenkappe. Das ist eigentlich immer der Totenkopf. Linda Fischer, Sie sind diejenige in der Runde, die sich seit einiger Zeit ausschließlich um dieses Virus kümmert, indem Sie uns vermitteln, was das alles wissenschaftlich bedeutet. Was haben Sie verändert seitdem? Ich wasche mir wirklich sehr, sehr gründlich die Hände mittlerweile. Und all das, was wir auch gerade gehört haben. Und was bei mir noch dazugekommen ist, ist, dass ich mir sehr Gedanken mache, wen ich jetzt treffe. Also ich wohne hier in Berlin unter sehr jungen Leuten. Aber wenn ich jetzt in Richtung Ostern blicke, dann überlege ich mir schon, ob ich zu meiner Familie fahre und wie wir das vielleicht dieses Jahr anders machen sollten. Mhm. Also man zieht sich einfach mehr zurück. Genau, also und wartet, bis das vorbei ist. Also zumindest ist das jetzt so ein bisschen mein Plan gerade. Bei Ihnen wurde der Plan durchkreuzt, wenn ich das richtig verstehe, Malte Lehming. Denn eigentlich wären Sie gestern ins Büro gegangen. Und dann gab es einen Fall eines Corona-Infizierten beim Tagesspiegel. Genau, ich war schon kurz davor, geschniegelt und gestriegelt loszugehen zur Arbeit. Dann kam die Mitteilung von unserer Geschäftsleitung, dass es einen Fall gibt und dass jeder, der nicht unbedingt notwendig ist für die Produktion, gebeten wird, aufs Homeoffice, wie das ja schön heißt, die Heimarbeit umzustellen. Und so einer bin ich. Das heißt, ich bin zu Hause geblieben und arbeite jetzt von zu Hause aus. Und musste mir verschiedene Zugangswege jetzt legen, dass man doch irgendwie mitmachen kann im Redaktionsbetrieb. Und ja, das funktioniert ganz gut. Ich lerne das neu kennen. Und uns haben Sie per E-Mail geschickt Ihr Statement. Darin sagen Sie, das könnte die dritte große Erschütterung sein in diesem Jahrhundert. Warum? Naja, weil es eine doppelte Erschütterung ist. Es ist einmal eine Erschütterung sehr vieler Gesundheitssysteme. Wir sehen das in sehr vielen Ländern, von Italien über Iran, wahrscheinlich auch USA, China, wo es angefangen hat. Es erschüttert Gesundheitssysteme bis ins Mark. Es gibt in einigen Ländern hohe Todesraten.
Und dazu kommt eine finanzielle Krise. Wir haben die Einbrüche in den Börsen, wir haben die wirtschaftlichen Rückgänge, wir haben Unternehmen, die nicht mehr produzieren können, weil Mitarbeiter fehlen. Wir haben unterbrochene Produktionsketten. Also wir haben das Zusammenwirkung zweier großer Krisen, Gesundheitskrise und Finanzkrise. Und das macht es, glaube ich, so explosiv. Aber das macht es ja dann auch ein bisschen anders noch als 2008. Oder wie würden Sie das bewerten, Henrike Rosbach? Naja, es ist natürlich anders als 2008. Es ist eine sehr plötzlich aufgetretene externe Bedrohung, die sozusagen jetzt zu einem sehr starken konjunkturellen Einbruch führen kann. Die Weltwirtschaft an sich ist relativ gesund, würde ich sagen. Das war bei der Finanzkrise anders. Da gab es eben durch diesen überhitzten Immobilienmarkt, die faulen Immobilienkredite, sozusagen ein grundlegendes wirtschaftliches Problem, das dann aufgebrochen ist. Jetzt bricht von außen eine Krise über das existierende, bestehende System herein. Und man wird sehen, wie gut dann die verschiedenen Länder in der Lage sind und die verschiedenen Volkswirtschaften mit dieser Krise umzugehen, wie gut sie gerüstet sind auch. Dieses Gefühl, was einen dann so ein bisschen ereilt und was auch stärker wird, zumindest war das meine Beobachtung, das ist ja ein Gefühl der Unkontrollierbarkeit, Linda Fischer. Genau, und ich glaube, das Schwierige in unserer jetzigen Situation ist ja vor allem, dass wir das, was gerade passiert, noch nicht so richtig spüren. Wir spüren schon die wirtschaftlichen Nachteile, wenn zum Beispiel Messen abgesagt werden, wenn Menschen ihre Jobs verlieren, wenn sie zum Beispiel, wenn wir beim Beispiel Messen bleiben, dort das Catering veranstaltet hätten oder so. Aber die Krankheit selbst, die betrifft uns noch nicht so richtig, weil ich glaube, viele von uns immer noch niemanden persönlich kennen, der davon betroffen ist und auch noch nicht persönlich gesehen haben, was das anrichten kann. Das sind ja die Leute in den Krankenhäusern höchstens Berichte aus Italien oder aus China, die uns das überhaupt erst vermitteln. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein Spagat, den wir machen. Eigentlich spüren wir es nicht, aber wir spüren es auf anderer Seite schon. Ja, vielleicht müssen wir dann mal dorthin schauen, wo es schon so spürbar ist. Sie haben jetzt Italien schon angesprochen. Das ist das Land in Europa, das am stärksten betroffen ist, mit hohen Totenzahlen, mit hohen Infektionszahlen. Und die Regierung ist jetzt bis dahin gegangen, ein sehr drastischer Schritt zu sagen, alle Geschäfte zu, nur noch Supermärkte, Apotheken offen. Die hat das ganze Land zum Sperrgebiet gemacht, ein Land, in dem immerhin 60 Millionen Menschen in Quarantäne nun leben. Mailand, Venedig, Rom. Die sonst pulsierenden Städte wie ausgestorben. Die Menschen müssen zu Hause bleiben. Ohne guten Grund darf niemand rein noch raus. Öffentliche Veranstaltungen sind abgesagt. Schulen, Universitäten, Theater oder Museen, alles bleibt geschlossen. Wer sich nicht an diese Auflagen hält, muss mit Geldstrafen oder sogar Gefängnis rechnen. Und wie erleben die Italiener diese Auflagen? Wie Insassen. Insassen zu Hause, die nicht ausgehen können, die nichts machen können. Wenn das Virus kommt, soll es halt. Ich bin jung und kann damit umgehen. Wir sind alle besorgt, ohne Alarmismus oder Hysterie. Trotz italienischer Gelassenheit, das Coronavirus trifft mitten in das wirtschaftliche Herz Italiens. Ein Schlag für das ohnehin krisengebeutelte Land. Wie hier könnte es schon bald auch in anderen Ländern aussehen, im Kampf gegen das Virus. Ein Land unter Quarantäne, sinnvoller Schutz oder Schikane? Das würde ich zunächst gern aus wissenschaftlicher Perspektive mal wissen wollen, Linda Fischer. Ist es, was Italien da macht, was insgesamt begrüßt wird unter Virologen, unter Forschern, unter Wissenschaftlern? Ja, ich denke schon. Also ich habe gestern von einem der führenden Virologen ein Interview gelesen aus Italien. Der hat das schon seit Wochen gefordert, dieses Italien quasi einmal komplett abzusperren. Und das ist auch wirklich eine sehr wirksame Methode. Und die Frage ist ja, nicht, ob man es tun sollte, sondern zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ausmaß, damit es auch wirklich Wirkung zeigt. Italien hat es relativ spät getan, oder? Ja, ich glaube schon. Da hört man schon so ein bisschen Kritik daran, dass das in dem Land nicht so richtig ernst genommen wurde. Dass das lange gesagt wurde, ja, das ist ja nur eine Grippe.
Und jetzt sehen Sie eben, dass es deutlich größere Folgen hat als eine normale Grippe gerade. Jetzt war eben die Frage, ist es Schutz oder Schikane, Malte Lehming? Wie sehen Sie das? Stellen Sie sich manchmal vor, so zu leben? Naja, es ist, glaube ich, für uns alle schwierig. Das Grundgefühl dieser Zeit ist, glaube ich, die Ungewissheit. Mit sehr, sehr vielen Faktoren sind wir mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie viel Prozent einer Bevölkerung werden sich anstecken? Da 60 bis 70% heißt es immer. Es gibt auch welche, die sagen 25% bis 70%, es schwankt sehr stark. Wie viel Prozent müssen medizinisch betreut werden, kommen ins Krankenhaus? Wie ist die Todes-, die Mortalitäts- oder Letalitätsrate? Das schwankt auch von Land zu Land. Das hat mit sehr, sehr unterschiedlichen Faktoren zu tun. Insofern sind wir mit großen Variablen zu tun. Wir wissen auch nicht, wie lange es lebt. Verändert es sich durch Wärme? Wie wird es sich in Afrika entwickeln? Wird es bis zum Herbst oder bis ins nächste Jahr weitergehen, weil Leute zu wenig immun sind? Viele dieser Fragen sind noch ohne Antwort. Aber natürlich wollen Menschen Antwort. Sie sitzen da in Italien, sitzen zu Hause. Wie lange dauert das jetzt noch? Ist das auch sicher nach 14 Tagen vorbei? Kann ich wieder das und das machen? Sie wollen in einer sehr ungewissen Situation Klarheit haben. Und das macht es, glaube ich, psychologisch so schwierig. Ich würde nicht von Schikane sprechen. In all diesen Ländern ist es sinnvoll, die sozialen Kontakte zu minimieren, um die Geschwindigkeit der Ausbreitung zu verlangsamen. Aber für die Wirtschaft ist es ja verheerend, Henrike Rosbach, oder? Ich meine, Italien hat jetzt einfach komplett dicht gemacht. Ja, natürlich wird es schwere Spuren hinterlassen in der Wirtschaftsbilanz von Italien und auch von anderen Ländern. Ich meine, wir sind ein extrem vernetztes, eine extrem vernetzte Welt. Man sieht es daran, dass die Industrie auch in Deutschland sagt, also Ende März kommen dann die letzten Container aus China, dann werden also Produktionsketten abreißen, Fabriken können nicht mehr so produzieren, aber auch zum Beispiel Norditalien ist eine Region, die für Deutschland auch sehr wichtig ist. Die haben einen sehr starken industriellen Mittelstand und die Vernetzung ist einfach derart groß, dass wenn dort jetzt das Leben zum Stillstand kommt, das Wirtschaftsleben und das gesellschaftliche Leben, dass das eben abgesehen davon, dass es der italienischen Wirtschaft natürlich sehr schaden wird, auch Auswirkungen dann sofort auf die ganzen Handels- und Wirtschaftspartner von Italien hat. Aber es ist einfach so, dass die Priorität hat, die Krise in den Griff zu bekommen. Und parallel wird versucht, durch die Politik, durch Stützungsmaßnahmen etc. die Folgen einigermaßen im Griff zu haben. Aber oberstes Gebot ist Sicherheit, Gesundheit und Unversehrtheit der Bevölkerung. Da gibt es aber auch kritische Stimmen. Wir wollen mal eine hören. Lars Schade ist stellvertretender Leiter des Robert-Koch-Instituts. Und er ordnet dieses Abriegelungsprinzip noch mal ganz anders ein. Man muss eine Vorstellung davon haben, wann die Quarantäne wieder aufgehoben wird. Wenn zwischen Infizierten und Gesunden innerhalb der Stadt weiterhin Kontakt besteht, dann muss die Quarantäne aus Sicht der Wissenschaft immer wieder neu beginnen. Aber man kann eine Stadt nicht für Wochen oder Monate abriegeln. Man würde mit einer solchen Maßnahme mehr Probleme schaffen als lösen. Das heißt, das kann jetzt nicht ewig so weitergehen, Linda Fischer, was Italien gemacht hat. Ist das jetzt so ein bisschen wie eine Karte, die man jetzt gezogen hat und jetzt muss man hoffen, dass es greift? Ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Ich glaube, das Problem an solchen Maßnahmen ist ja wahrscheinlich auch, dass das so eine Art Scheinsicherheit vermittelt. Und dass dann, wenn die Leute wieder nach zwei Wochen, nach den Wochen, ich weiß jetzt gerade nicht wie lange, wieder auf die Straßen gehen, wieder in die Restaurants, dass sie da denken, so jetzt ist alles vorbei, wir gehen jetzt alle wieder ins Fußballstadion und schauen die Serie A zu Ende. Oder wer weiß, ob das noch passiert. Und dann geht es eben wieder von vorne los. Und genau das ist ja auch die Befürchtung in China. Da ist es ja jetzt so, genau. Dass im Prinzip das Staatsoberhaupt war diese Woche da und sagte so, ne, super gemacht. Und das Signal soll jetzt sein, jetzt darf das öffentliche Leben wieder beginnen. Ein Fehler also? Oder riskant? Es ist auf jeden Fall riskant und beziehungsweise ich würde sagen, dass man sich jetzt nicht darauf ausruhen kann. Man kann jetzt nicht in die Welt hinaus rufen, wir haben das Virus jetzt besiegt und das ist jetzt so, sondern man muss dann eben auch sich vorbereiten darauf, dass es wieder von vorne losgeht und sich wieder auch die Krankenhäuser wieder dafür wappnen. Aber gleichzeitig gibt es ja jetzt im Prinzip in allen möglichen Ländern die Tendenz zu sagen, also die Gefährlichen,
Die bleiben bitte draußen. Also wir haben es gesehen, Österreich, das Nachbarland von Italien, hat jetzt auch den Zugverkehr komplett dicht gemacht. Also man kommt nur noch durch, wenn man nach Deutschland will und irgendwie nicht anhält. Und US-Präsident Trump hat gesagt, Europa, also Reisende aus Europa, die haben jetzt ein Einreiseverbot erstmal bis zum 30. März. Ist das klug? Also es ist... Es kann vielleicht nicht schaden, aber auch im Falle von Italien hat man, habe ich auch mal so munkeln hören, dass es vielleicht auch schon zu früh war, die ganzen Einreisen aus China zum Beispiel zu stoppen, weil dann Leute auf andere Wege ins Land kamen. Und in Italien sowohl als auch in den USA ist es ja so, dass das Virus ja schon längst da ist und es verbreitet sich. Und dass die Gefahr besteht schon, dass das jetzt ein bisschen davon ablenkt, dass die USA sich jetzt im Inland dringend um ihre Fälle kümmern müssen. Das sind die Wirtschaftsbefürchtungen, die Donald Trump haben könnte? Oder wie ordnen Sie den Schritt ein, Ulrike Rosbach? Also Donald Trump ist natürlich sehr unter Druck. Nicht nur, dass er wiedergewählt werden möchte, sondern er hat am Anfang diese Corona-Krise ja wirklich, man muss sagen, verharmlost. Also er hat es dargestellt, als sei das erstens nicht schlimm, hat also ständig Vergleichszahlen bemüht, wie viele Leute an der Grippe sterben und die Grippe würde doch viel mehr Leute treffen und außerdem sei Amerika das großartigste Land der Welt mit dem großartigsten Gesundheitssystem und sie hätten alles im Griff. Und jetzt muss er langsam erkennen, dass dem nicht so ist und fällt sozusagen ins andere Extrem. Also jetzt möchte er eine Form von möglichst radikalem Aktionismus präsentieren, damit eben die Bevölkerung glaubt, sie hat den starken Mann an der Spitze, der sie jetzt durch diese Krise führt. Nur das ist natürlich, also es ist ein Placebo. Wie sie ja schon gesagt hat, das Virus ist im Land, verbreitet sich. Amerika hat deshalb so hohe Todesraten, weil so wenig getestet wird. Die wissen also überhaupt nicht, wie viele Leute das Virus schon haben. Und wenn man jetzt die Grenzen dicht macht, werden trotzdem weiterhin Menschen auch ins Land kommen. Amerikaner, die in Europa waren, Leute aus Kanada, aus Mexiko. Also es ist ja nicht so, dass Amerika jetzt von einem Tag auf den anderen abgeschottet wäre. Mhm. Nee. Vielleicht muss man das Ganze noch mal ein paar Zahlen unterfüttern. Mhm. Also der erste Fall in Amerika ist vom 23. Januar gewesen. Bis zum Anfang März war das Virus in 14 Bundesstaaten, aber nur knapp 500 Leute waren getestet. Im Vergleich dazu, in Südkorea waren zu dem Zeitpunkt schon 100.000 Menschen getestet. Man hat also einen viel besseren Überblick gehabt, wo ist es konzentriert, wo sind diese Fälle. Und Sie haben schon angesprochen, wir haben 25%, 28 Millionen Amerikaner haben keine Krankenversicherung. Diese Tests kosten manchmal über $1.000. Und ein großer Teil, man schätzt, jeder vierte Arbeitnehmer hat keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das sind natürlich die Sachen, um die sich jedes große Paket, was jetzt finanziell geschnürt wird, als erstes kümmern muss. Dass niemand gezwungen wird, weiterzuarbeiten, der krank ist, nur weil er keine Versicherung hat. Diese ganzen Fälle müssen auf jeden Fall jetzt angegangen werden. Und ich glaube, so langsam wacht man in Amerika auf. Und wer gestern Donald Trump gesehen hat, wie er sich in einer Art Rede an die Nation aus dem Oval Office meldet, merkt, er scheint etwas verstanden zu haben, aber es ist vielleicht schon sehr, sehr spät, das zu tun. Dann schauen wir mal nach Deutschland. Denn auch hier, erinnere ich mich noch, war das eben das Argument mit der Grippe, wurde auch eigentlich wochenlang immer gebracht, zu sagen, jetzt übertreibt mal nicht und so. Würden Sie denn sagen, Malte Lehming, dass wir in Deutschland uns jetzt schon an Italien oder an anderen Ländern orientieren müssen, Griechenland, Österreich, die Schulen schließen, die einfachen ganz harten Shutdown machen? Schulschließung ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil wir haben natürlich Leute, die kleine Kinder haben in der Kita, in der Grundschule, die sie dann betreuen müssen. Ob es Polizei, Feuerwehr oder die Angestellten im Gesundheitswesen sind. Da muss man abwägen, ist der Schaden, den man durch die zusätzliche Betreuungsnotwendigkeit schafft, womöglich größer als der Nutzen, den man hat dadurch, dass man die sozialen Kontakte verlangsamt. Was man machen kann, sind Schließung von höheren Schulen, also Sekundarschulen und Gymnasium von Schülern. Dann machen die einfach kein Abitur. Von Schülern, dieses Jahr. Dann machen die kein Abitur, aber das ist sozusagen zu verkraften. Und ob es genau das ist wie in Italien, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen einfach darauf vorbereitet sein. Es geht ja nicht darum, dass wir uns alle nicht anstecken. Der Großteil von uns wird sich anstecken. Die Frage ist, wann. Das ist die zentrale Frage, ob jetzt in 4 Wochen, im halben Jahr, dass man die Ansteckungsrate möglichst gering hält und über einen langen Zeitraum streckt, damit die Fälle, die ernst sind, richtig behandelt werden können. Das ist die ganze Strategie, die man im Augenblick haben kann. Mhm.
Und das ist auch schon alles, was wir an Kontrolle gewinnen können, Linda Fischer, wie Sie das am Anfang sagten? Genau, das große Problem ist ja, dass wir weder ein Medikament haben und vielleicht kommt irgendwann was in Aussicht, aber wir müssen jetzt damit planen, dass wir keines haben. Also es gibt wohl eins, aber das kann man nicht so einsetzen, dass jeder es bekommen kann. Mhm. Und Impfstoff ist die gleiche Frage. Es gibt vielversprechende Kandidaten, aber die müssen erstmal durch 3, 4 Phasen von Studien, bis sie überhaupt eingesetzt werden können. Und so müssen wir uns jetzt eben damit begnügen, die Leute vernünftig zu pflegen, sodass sie sich selber quasi wieder gesund machen können. Und das geht eben nur, wenn Patienten, die wirklich schwere Verläufe haben, auch beatmet werden können. Und wir haben eben auch begrenzte Beatmungsplätze hier in Deutschland. Also ich glaube 25.000. Ja, oder 28.500 in dem Bereich. Genau, und die müssen ja eben auch noch von anderen Patienten besetzt sein. Und je mehr es auf einmal sind, desto größer ist das Problem und desto schneller müssen sich dann die Ärzte und das Pflegepersonal die Frage stellen, wen behandeln wir überhaupt? Wer bekommt jetzt die Beatmung und wer muss ohne auskommen, obwohl er vielleicht ohne sterben könnte oder andere Behandlungsmethoden. Menschen mit Herzinfarkten oder Nierenkrankheiten, die sind dann ja auch davon betroffen, dass wir so viele Corona-Patienten haben. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass wir lernen, innovativ zu sein. Wir müssen, oder kreativ, sagen wir so. Wenn Sie sagen, dann macht die ganze Generation eben kein Abitur, warum kann man nicht mündliche Prüfung über FaceTime oder über andere Sachen machen? Das ist eine Generation, die ja von morgens bis abends bei Instagram und YouTube rumsurft. Mit denen kann man natürlich auch elektronisch arbeiten. Telemedizin ist auch so ein Bereich, wo wir noch viel innovativer, viele Patienten würden viel lieber mit einem Arzt, den sie sehen, kommunizieren, ihm was zeigen über das Gerät und so weiter als sonst wie. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, in denen wir noch hinzulernen können, wie man damit umgeht. Ich glaube, das Problem ist auch so ein gewisses Bewusstseinsproblem. Man weiß das alles, aber man kann es nicht spüren. Mhm. Ja, man ist selber nicht krank. Wie Sie gesagt haben, man kennt niemanden, der krank ist. Und man weiß auch, es ist für einen, wenn man jetzt, was weiß ich, 40 ist oder für die eigenen Kinder, ist es nicht gefährlich. Aber es ist eben gefährlich zum Beispiel für die Großeltern. Und zwar auch, wenn sie fit sind, einfach nur, weil sie älter sind. Das ist gefährlich für Leute, die krank sind, die zum Beispiel eine Krebstherapie machen etc. Und alleine dadurch ist es eben dann sinnvoll, dass man vielleicht Dinge nicht tut, die erstmal für einen oder vielleicht auch für einen Großteil der Teilnehmer ungefährlich sind, dass man sie aber trotzdem unterlässt, weil man quasi diese Beschleunigung, dieses Exponentielle, das eben diese Krise hat, dadurch rausnehmen kann. Aber ist denn Deutschland überhaupt in der Lage? Ich erinnere mich an andere Themen, wo das Stichwort, was mir als erstes einfällt, nicht gerade Solidarität ist. Also die Kanzlerin hat in der Pressekonferenz, die Sie auch am Mittwoch verfolgt haben, gesagt, da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen können. Können wir die bestehen? Ist der Zusammenhalt, ist die Solidarität, ist die Rücksichtnahme in diesem Land genug ausgebildet? Also ich würde das nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube schon, dass der Großteil der Menschen bereit ist, in so einer Krise zusammenzurücken, also nicht physisch, das wäre ja sozusagen genau das Falsche, aber von dem Verhalten her. Dann wird immer gesagt, ja, die Leute kaufen Klopapier, die Leute kaufen Dosen und sie kaufen die Supermärkte leer. Aber faktisch, die Supermärkte sind nicht leer. Es ist nicht so, dass es nichts mehr gibt. Problematisch ist dann immer, wenn Leute, zum Beispiel diese Fälle, dass Atemschutzmasken aufgekauft wurden und zu Höchstpreisen auf Ebay von jungen Unternehmern werden. Das sind dann vielleicht einzelne Fälle, die aber großen Schaden anrichten können, weil sie erstens ein gewisses Signal ausstrahlen, also sozusagen Panik auch und Panikkäufe und Panikverhalten hervorrufen können und weil das eben auch wirklich Probleme mit sich bringt. Aber wer hat denn hier in der Runde den Nachbarn schon angeboten, den Älteren für sie einkaufen zu gehen? Bei uns gibt es gar keine so richtig Älteren. Also weil es um solche Dinge geht es ja dann vermutlich. Da muss sich ja diese Gesellschaft schon sehr umstellen. Sind wir dafür bereit? Ja. Ich glaube, was man entwickeln muss, es gibt ein sehr schönes, allerdings sehr, sehr langes Wort, was mal der Philosoph Odo Marquardt geprägt hat in Bezug auf die Philosophie. Ich werde es langsam aussprechen, weil es wirklich sehr lang ist. Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Wir müssen die Kompetenz entwickeln,
mit unserer Inkompetenz, dass die Sachen zu kompensieren, also damit klarzukommen, auch mit der Unsicherheit zu leben. Das ist ein sehr schwieriges Wort, aber ich glaube, es drückt was sehr Gutes aus. Wir müssen damit klarkommen. Bedingung dafür sind allerdings zwei Sachen, Ehrlichkeit und Klarheit. Ich fand es sehr erfrischend, dass Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, eine Zahl genannt hat, dass sie gesagt hat, worum es geht. Also sozusagen ein bestimmter Wunsch nach Ehrlichkeit und Klarheit kam raus. Aber ich glaube, was die Bevölkerung einfach erwartet und was nicht zum Vertrauensverlust auch führen darf, ist zu sagen, ja, warum sind die Schulen nicht geschlossen und warum ist die U-Bahn nicht, aber ich darf nicht in ein Konzert gehen. Also dass einfach Antworten gegeben wird auf diese Fragen. Dann hören wir mal schnell die Kanzlerin selbst, denn wir haben ja jetzt schon ein paar Mal sie zitiert. Sie hat sich am Mittwoch, eben in der Woche, als die ersten Todesfälle hier in Deutschland bekannt wurden, dann auch zum ersten Mal sehr ausführlich den Fragen der Journalisten gestellt und auch Einschätzungen abgegeben. Man weiß, dass es besondere Gruppen in der Bevölkerung gibt, nämlich Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen, die einen schwereren Verlauf dieser Viruserkrankung haben können. Dann bedeutet das, dass das Vorgehen davon bestimmt sein muss, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten, sondern mit den Möglichkeiten des Gesundheitssystems so umgehen, dass wir die Ausbreitung des Virus und der Infizierung verlangsamen. Reicht das an Krisenmanagement, was die Bundesregierung, was auch gerade Angela Merkel an Führungsstärke da so gezeigt haben in den letzten Tagen, Henrike Rosbach? Also ich fand das wirklich in Ordnung, was gestern in der Pressekonferenz gesagt wurde, auch von der Kanzlerin selbst. Es gibt immer, wenn solche Krisen über ein Land wie Deutschland hereinbrechen, wir sind sowas ja nicht mehr gewohnt. Wir sind es nicht gewohnt, dass unser Alltag mal völlig anders verlaufen kann. Wir sind Gefahren auch irgendwie nicht mehr so gewohnt. Also außer die üblichen Alltagsgefahren, dass man irgendwie überfahren werden kann oder so. Wir kennen solche Krisen nicht. Das heißt, die Menschen sind verunsichert. Jetzt ist es dann, gibt es in solchen Situationen immer die Sehnsucht, dass jetzt irgendeiner richtig durchgreift, dass einer jetzt den Durchbruch uns präsentiert und sagt, so wird's gemacht, folgt mir und alles wird gut werden. Aber das ist eine Illusion, das gibt es nicht. Also Krisenbekämpfung enthält immer auch einschneidende Maßnahmen, natürlich, aber es ist trotzdem ein Schritt-für-Schritt-System und ein lernendes System und eins, in dem auch immer wieder klargemacht werden muss, es wird Rückschläge geben, es werden diese und diese Dinge passieren, wir versuchen es damit und damit in den Griff zu bekommen. Also indem man die Leute einerseits darauf vorbereitet, was passieren kann, ihnen Anleitungen gibt, wie sie mit ihrem eigenen Verhalten dazu beitragen können, indem man unbedingt versucht, Panik zu vermeiden und eben die Negativeffekte, sei es im Gesundheitswesen oder in der Wirtschaft, einigermaßen versucht aufzufangen. Und es gibt keinen Knopf, den irgendwie im Moment nur keiner bereit ist zu drücken. Den gibt es einfach nicht. Wäre es praktischer, jetzt autoritärer regiert zu werden, Linda Fischer? Ich würde sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Ausbruch noch lange, lange weitergeht. Wie lange denn? Es gibt da so verschiedene Prognosen, die natürlich alle sehr, sehr vage sind. Und es gab zwischendurch mal so die Hoffnung, dass es im Sommer besser wird, weil wir dann rausgehen, weiter voneinander weg sind, weil die Sonne uns helfen kann. Und diese Hoffnung, die hat sich jetzt doch noch so mal ein bisschen abgeschwächt. Also es werden laufend schauen Wissenschaftler sich die Zahlen an und die Umstände und modellieren, wie kann es jetzt weitergehen. Und die Erwartung ist jetzt gerade tatsächlich, dass es noch ein Dauerlauf wird. Also dass es jetzt sehr lange weitergeht. Und ich glaube, dass gerade in so einer Situation, wo wir lange durchhalten müssen, wo wir lange auch aufpassen müssen, das Richtige zu tun, dass ein autoritärer Stil nicht so viel Sinn ergibt, weil wir müssen behutsam sein. Wir müssen behutsam mit den Menschen umgehen. Die müssen selber verstehen, worum es jetzt gerade geht. Wir können ihnen nicht sagen, so, wir sind jetzt 2 Wochen in Quarantäne und schon ist das Problem gelöst. Darüber haben wir ja gerade geredet. Ich fand das ganz interessant, dass ein Historiker sagte, dass eben bei früheren Ausbrüchen von Seuchen, wenn dann mit Verboten gearbeitet wurde, eigentlich die Zahl derjenigen, die sich völlig abgekapselt haben, auch überhaupt nicht mehr zu Ärzten gegangen sind, dass die eigentlich gestiegen ist. Also dass die Unkontrollierbarkeit durch ein vermeintliches Kontrollverbot größer geworden ist. Das fand ich interessant. Ja, genau. Und ich glaube, das Stichwort ist auch Vertrauen. Also Angela Merkel und unser Gesundheitsminister Jens Spahn, die müssen unbedingt das Vertrauen behalten. Wenn sie jetzt in irgendeine Richtung übertreiben und das dann durch die Medien auch noch weitergetragen wird, was ja dann auch immer noch so ein
Kanal ist, wo solche Übertreibungen noch mal verschärft werden, dann merken das die Leute und dann vertrauen sie eben nicht mehr. Und genau darum geht es ja gerade. Das ist auch eine Währung für die Wirtschaft, das Vertrauen. Ne? Ja. Ich glaube, da kann man auch die Analogie wieder machen zur Finanzkrise damals. Es gab ja diesen legendären Moment, wo Angela Merkel mit Peer Steinbrück da stand und wir haben in einen Abgrund geschaut, aber die Spareinlagen sind sicher und da, wo das einmal ausgesprochen wurde. Und ich glaube, Kommunikation ist das A und O, gerade was Vertrauen anbelangt. Ja. Und auch eine ehrliche Kommunikation, eben auch sagen, was man nicht weiß, wo man noch im Dunkeln tappt, wo man sagt, wir machen das erstmal befristet für die nächsten 2 Wochen. Es kann aber sein, dass wir 4 Wochen später das Gleiche nochmal machen müssen, wenn das und das passiert. Dass man täglich so eine Art eine Tagesinformation einführt zwischen 9 und 10 oder 10 und 11, dass die Leute das Gefühl haben, die Oberen, die ja über uns entscheiden, die sind mit uns in Kommunikation, wo man auch antworten kann, wo man auch Fragen an die richten kann, die man dann hat. Warum ist denn das und das? Also, dass die auch merken, worauf sie antworten müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb ist ja auch zum Beispiel das Verhalten von Trump so problematisch, weil er eben zum einen irrational agiert, falsche Sicherheit suggeriert, indem er jetzt radikale Maßnahmen erlässt, die aber das Problem nicht wirklich lösen und auch sich erratisch verhält. Und da muss ich sagen, da kann man jetzt über das deutsche Krisenmanagement in dieser Hinsicht noch wenig Schlechtes sagen. Aber dann kommen wir mal zur Wirtschaft, denn da ist Vertrauen eben die Währung. Was ist da jetzt gefragt, außer beruhigende Worte? Wie viel Geld muss man da jetzt an welcher Stelle am besten in die Hand nehmen? Also die Summe, das kann man jetzt so nicht sagen, aber es ist ja schon gestern auch in der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin angeklungen, dass sie sagte, also bei allem, was wir tun, werden wir jetzt nicht immer als erstes auf unser Defizit gucken, also weder in Deutschland noch eben in Europa. Das heißt, es ist, also der Wille ist da, Geld in die Hand zu nehmen. Es wurden schon wichtige Dinge getan, das mit dem Kurzarbeitergeld, dass also Unternehmen das einfacher in Anspruch nehmen können und weniger Kosten haben. Das ist sehr sinnvoll, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht in der Finanzkrise. Diesmal ist es sehr schnell, wirklich am Anfang der Krise sozusagen wird es jetzt schon eingeführt. Liquiditätshilfen sollen auch aufgestockt werden, weil selbst wenn die Unternehmen keine Personalkosten mehr haben, haben sie natürlich trotzdem noch Kosten. Sie haben ausgefallene Aufträge, sie können womöglich nicht produzieren. Das heißt, sie brauchen Überbrückungskredite. Man kann irgendwann darüber nachdenken, ob es vielleicht sinnvoll ist, um den Konsum, vor allem den Konsum von Dienstleistungen anzustacheln, ob man vielleicht über Steuererleichterungen nachdenkt für Unternehmen und auch für Bürger. Was im Moment jetzt nicht so sinnvoll ist, wäre sowas wie eine Abwrackprämie. Also das sagt selbst die Industrie, die davon profitieren würde, sagt, dass solche nachfragefördernden Maßnahmen jetzt nichts bringen, weil wenn die Fabrik nicht funktioniert und nicht läuft und die Leute nicht hinkommen können und die Teile fehlen, dann brauche ich auch jetzt nicht sozusagen den Leuten zu sagen, ihr habt Geld, kauft euch Autos. Also man muss schon schauen, welche Instrumente wirken und welche nicht. Mhm. Ist es denn so, dass die schwarze Null haltbar ist auf Zeit oder müssen wir jetzt einfach uns darauf einstellen, dass dieses Mantra im Prinzip, dass es hiermit aufgegeben ist, auch wenn es keiner so direkt gesagt hat? Naja, also es ist ja sowieso möglich, in Krisenzeiten für den Bund sich zu verschulden. Also trotz Schuldenbremse und trotz schwarzer Null gibt es diese Möglichkeit, sich zu verschulden, wenn eben eine Krise da ist. Das heißt, man würde nicht mal verstoßen gegen das, was man sich eigentlich auferlegt hat. Auch der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt soll flexibel gehandhabt werden. So ein Land wie Italien, dass er immer Probleme mit seinen Defiziten hat, den kann man jetzt schlecht sagen, ihr dürft aber jetzt kein zusätzliches Geld in euer Gesundheitswesen stecken. Also natürlich wird Deutschland jetzt die schwarze Null sehr wahrscheinlich nicht halten können, wenn es eben konjunkturstützende Maßnahmen ergreift. Es kann aber, also die wirtschaftlichen Folgen von so einer Krise, die können auch sehr schnell, wenn es dann überstanden ist, wieder sich bessern. Also ein V-förmiger Verlauf sozusagen ist durchaus möglich. Das hat man auch gesehen in der Finanzkrise. Das hat man, glaube ich, selbst bei der spanischen Grippe damals gesehen, dass es für die Wirtschaft gar nicht am Ende nicht so schlimm war. Man muss ja verhindern, dass es jetzt nach unten geht und dann da unten irgendwie bleibt. Und, aber eine Rezession wird es ja geben weltweit, oder? Eine Rezession wird es vermutlich geben. Und die Frage ist, wie schnell die Märkte, die Unternehmen und so weiter sich hinter
hinterher erholen. Erholen können sie sich aber nur, wenn es sie noch gibt. Also man muss verhindern, dass es Insolvenzen gibt. Im Zweifel muss vielleicht wirklich auch der Staat Anteile kaufen. Das sagen ja selbst liberale Ökonomen, dass das notwendig sein kann. Also es muss die Unternehmen noch geben und die Arbeitnehmer müssen irgendwie noch beschäftigt sein, damit man die nicht mühsam wieder erst einsammeln muss. Und da kann Deutschland natürlich auch sich anders darauf blicken als vielleicht die USA. Die USA sind wahnsinnig verschuldet. Die haben eine riesige Staatsverschuldung ohnehin schon angehäuft, auch durch Trumps Steuererleichterungen. Und Deutschland ist einfach wahnsinnig gut aufgestellt und hat die Mittel und wird sie auch verwenden können. Wir sehen doch aber, finde ich, aber auch einen ganz zentralen Unterschied zu 2008. Und das ist, wir reden alles im Augenblick über nationalstaatliche Mechanismen. Mhm. Deutschland, jedes Land für sich. Dänemark schließt jetzt Grenzen, Italien genau, macht das und mobil. Das, China macht das. 2008 gab es, ich glaube im November 2008, den großen Gipfel, den 20-Gipfel, den großen Weltfinanzgipfel, der zusammenkam. Wir hatten dann im Frühjahr 2009 ein Paket von 1,1 Billionen Dollar, was beschlossen worden ist, also 1.100 Milliarden Dollar, was beschlossen worden ist, weil damals die Weltgemeinschaft noch verstanden hat, es ist eine globale Krise. Ja, und sie konnten wir haben auch jetzt noch treffen. Auch eine globale also Krise, aber wir haben kein Verständnis dafür, dass es eine globale Krise ist, weil jeder macht seins. Mhm. Und das trägt wahrscheinlich zur Verschlechterung bei. Also ich habe vorhin schon ein Stichwort genannt, Afrika. Wir wissen alle nicht, wie es sich in Afrika entwickelt. Aber all unsere Vorschläge, wir müssen häufiger Hände waschen und so weiter, ist, wenn kein fließend Wasser und keine Seife da ist. Also es gibt jetzt Infektionsfälle aus dem Kongo zum Beispiel, wo gerade Ebola überstanden war. Und ob man dann die alleine lassen kann damit und sagen, wir sind bei uns und sichern unser eigenes Land ab. Ist denn innerhalb Europas das auch schon genug? Die hatten jetzt die Schaltung. Frau Merkel hatte ja am Abend vorher, bevor sie vor die Presse trat, hatte ja die Schaltung mit den anderen europäischen Staatslenkern und Regierungschefs. Ich glaube, 3 Stunden hat es gedauert. Immerhin haben sie 3 Stunden konferiert über die Angelegenheit. Ich habe das Gefühl, in Europa läuft es noch mit am besten, was die Kooperation anbelangt. Aber es ist eine globale Krise, die eigentlich einer globalen Antwort bedarf. Und läuft das dann auf Deglobalisierung hinaus? Das ist ja so ein Stichwort. Also wird das, was jetzt in den letzten Jahren aufgebaut wurde, mit irren Produktionsstätten in China für alle möglichen deutschen Autobauer und andere, wird sich das zurückentwickeln? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich zurückentwickeln wird in eine Zeit, wie sie vielleicht, was weiß ich, in den 80ern oder frühen 90ern oder so war. Das glaube ich nicht. Aber es wird sicherlich Folgen haben. Also, dass man jetzt zum Beispiel bei der zur Verfügungstellung von Gesichtsmasken und all diesen Dingen so stark abhängig ist von einem Land wie China, das wird vermutlich nochmal überdacht werden. Und es kann schon sein, dass die Verletzlichkeit der Produktionsketten wird eben jetzt drastisch sichtbar. Das wird nicht dazu führen, dass wir künftig alles wieder in Deutschland produzieren, aber es kann schon sein, dass Teile der Produktion, besonders sensible Güter etc., dass da der Gedanke, das sollte man vielleicht in Europa oder vielleicht sogar in Deutschland auch haben, dass der wieder stärker hervortritt. Das ist aber was ja ohnehin China mit seinem Seidenstraßenprojekt, Trump mit seiner Isolationspolitik, das ist ein Gedanke, der ja schon allein aus diesen Entwicklungen her schon entstanden ist in der europäischen Politik. Und der wird jetzt eben noch mal verschärft. Ich glaube nicht, dass wir wieder die komplette Rückkehr zum Unilateralismus und zum Nationalstaat haben werden. Aber das ein oder andere wird sicherlich noch mal überdacht. Und gehört dazu, Linda Fischer, dann auch, dass jetzt vielleicht diese Viruskrise, diese Pandemie etwas zustande bringt, was Greta Thunberg, die Fridays for Future-Aktivisten und alle anderen, die sich sehr stark für Klimaschutz einsetzen, was ihnen noch nicht so ganz gelungen ist, nämlich, dass dann plötzlich alle doch bei sich bleiben und dass das Regionale und das weniger konsumieren und weniger tun, weniger CO2 verbrauchen sozusagen, dass sich das dann einfach einstellt? Naja, was die Leute jetzt auf jeden Fall lernen können, wo ich da auch Potenzial sehe, ist, dass jeder Einzelne auch was tun kann. Also jeder Einzelne kann dabei helfen, zu verhindern, dass sich das Virus ausbreitet. Und das ist ja auch ein Faktor, was beim Klimawandel eine Rolle spielt. Also Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit. Dass man sich selber auch mal überlegt, ob man Inlandsflüge macht. Das ist natürlich nur ein Teil von sehr vielen, die passieren müssen. Aber da gibt es schon Parallelen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit auch sich so ein bisschen mehr manifestiert und dass man sich dann auch tatsächlich über andere Dinge Gedanken macht. Zum Beispiel, spielen wir das mal weiter. Was können wir lernen aus diesem sehr besonderen Krisenmoment? Ich glaube, das ist jetzt gerade so ein Moment, also das ist tatsächlich genau das, was ich gerade angesprochen habe. Also dieses
dieses Gefühl, wenn ich persönlich jetzt eine Infektion verhindere und drei meiner Freunde nicht infiziere, mit denen ich engeren Kontakt habe, die dann wiederum ihre Eltern infizieren, die dann ihre Großeltern und Tanten und Onkel infizieren, wovon dann womöglich jemand sterben kann. Wenn man sich das mal vor Augen führt, da fühlt man sich auch so auf so eine gewisse Weise sehr mächtig über diese Situation. Also so zumindest habe ich das Gefühl. Also ich weiß, ich kann da was tun. Ich kann dafür sorgen, dass sich meine Eltern nicht anstecken. Und ich möchte unbedingt dafür sorgen, dass es passiert. Und diese Macht, das würde ich sagen, ist das. Was können wir lernen, Malte Lehming? Was denken Sie? Flexibilität, Gelassenheit, Solidarität. Flexibilität heißt, täglich neu zu überlegen, wie wir mit einer neuen Situation umgehen, dass man auch Pläne ändert, dass man, der Sommerurlaub kann sich auch noch verändern, all diese ganzen Geschichten und darauf nicht panisch zu reagieren. Gelassenheit ist Bedingung dafür, dass wir damit einhergehen und Solidarität sowohl mit den Nachbarn, Sie haben es angesprochen, den Einkauf für die älteren Nachbarn erledigen, als auch global gesehen mit einem Kontinent wie Afrika, mit anderen betroffenen Ländern, dass wir das Gefühl entwickeln, es betrifft nicht nur uns, es betrifft die Menschheit. Was erwarten Sie denn für die kommenden Wochen? Sind wir schon mal bei der Schlussfrage, haben wir die Kontrolle verloren, verlieren wir sie dann noch oder muss das nicht sein? Meine Befürchtung ist die, dass die Renationalisierung, diese Tendenz, dass die anhält. Dass also durch die Reaktionen in den USA, in anderen Ländern, auch innerhalb Europas, dass jeder versucht, sein eigenes Gebiet unter Kontrolle zu bringen. Und dabei verliert man natürlich diese globale Dimension außer Blick. Und das ist meine große Angst. Wir haben diese Welle, geht ja von den Handelskriegen bis hin zur Aufkündigung fast aller multilateraler Verträge und so weiter. Also dass man das Gefühl hat, die Nationalisierung ist der Schlüssel dafür, die Antworten auf die Zukunft zu bringen. Ich glaube ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen global gesehen weiter Solidarisierungsempfindungen haben, sonst kippt das ganze System. Was erwarten Sie, Henrike Rosbach? Was kommt da in den nächsten Wochen? Worauf stellen Sie sich ein? Auf welche Formen des Kontrollverlusts oder des Kontrollewiedererlangens? Also ich kann mir immer den totalen Kontrollverlust auch nicht vorstellen, weil ich eben einfach auch groß geworden bin in einem Land, das trotz unseres Meckerns über dieses und jenes einfach fantastisch funktioniert. Und deshalb übersteigt es meine Vorstellungsfähigkeit, mir vorzustellen, dass wirklich die Dinge zusammenbrechen. Ich glaube immer daran, dass die große Mehrheit der Menschen der Vernunft zugeneigt sind und vernünftige Entscheidungen trifft. Ich glaube, dass es viele Ausreißer immer gibt, aber dass im Großen und Ganzen, glaube ich, dass die Menschen sich vernünftig verhalten. Manchmal passieren dann Dinge, dann kommt dann doch der Brexit und dann wird doch Donald Trump gewählt und dann weiß man, dass es halt vielleicht doch anders ist, als man es sich denkt. Aber deshalb, ich glaube, ich behalte da so einen Grundoptimismus, dass ich einfach denke, dieses Land und die meisten anderen Länder auch werden in der Lage sein, damit umzugehen, weil die Menschen angemessen mitmachen und weil sie auch hoffentlich geführt werden von Politikern, die sich ähnlich so verhalten. Was erwarten Sie, Linda Fischer, noch kurz für die nächsten Wochen? Viel Arbeit, oder? Ja, wir können davon ausgehen, dass es weitergeht und dass Leute, die jetzt infiziert sind, auch sterben werden. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir dadurch nicht die Hoffnung verlieren, dass wir auch noch was dran ändern können. Ich danke Ihnen allen fürs Hiersein, fürs Diskutieren und Ihnen danke ich selbstverständlich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Gerne ein Wiedersehen hierbei auf den Punkt.